Astor und Fanny sollen uns ans Meer bringen. Nach dem Putzen und Satteln gibt es in der Halle vom Reiterhof Immensee ein erstes Kennenlernen. Die Reitstunden sind natürlich auch für Anfänger oder Leute, die den ersten Kontakt mit Pferden haben. Für die Strandausritte bieten wir auch Anfängerausritte an, da sollte man sicher in Schritt und Trab reiten können. Leni führt unseren Ausritt. Über die Saison unterstützt sie die Reiterhofbesitzerin Katrin Stein. 24 Pferde leben hier zwischen Schafwiesen und Deich. Wichtig ist die Haltung von den Pferden. Gerade wenn die in den Boxen gehalten werden, sollte man darauf achten, dass die nicht zu klein sind und auch nicht zu dunkel. Bei uns stehen die Pferde zum Beispiel 24/7 auf der Weide draußen im Herdenverband. Das ist natürlich schon Luxus, wenn man die Fläche und die Pferde dazu hat. Aber da sollte man natürlich darauf achten. Meistens sieht man es den Pferden auch schon an, ob sie einen gelassenen Gesichtsausdruck haben oder ob sie da schon angespannt sind. Die Pferde sind gewöhnt an Verkehr und an die Weite des Strandes. Hier im Ortsteil Böhl ist das Reiten am Strand ganzjährig möglich. Besucher, die mit eigenen Pferden anreisen, sollten sich allerdings vorbereiten. Das Wasser und die Weite kann die Tiere durchaus unberechenbarer machen als zu Hause auf dem heimischen Reitplatz. Gerade jetzt, wie wir auch merken, es windet deutlich mehr. Und es kommt auch öfter vor, dass dann regnet. Also wir gehen auch bei Regen ausreiten, außer bei Gewitter, da bleiben wir lieber zu Hause. Aber an sich ist es natürlich auch von der Salzwiese her ganz anders, wie die Natur sich verändert. Fanny und Astor schreiten routiniert über den Strand. Gerade hier, wo wir jetzt reiten, ist der Boden relativ rutschig. Im Schritt ist das kein Problem. Aber traben muss man natürlich auch darauf achten, dass der Boden auch nicht zu tief wird. Man sieht hier ab und zu auch so kleine Löcher im Boden. Da zu galoppieren wäre auch sehr gefährlich, weil die Pferde natürlich auch immer umknicken können. Deshalb suchen wir meistens auch zum Traben und Galoppieren gerade Strecken. Leni findet die richtige Stelle für einen Galopp. Im Sommer ist hier natürlich deutlich mehr los und es gilt gegenseitige Rücksichtnahme, wenn sich Reiter, Kiter, Hundebesitzer und Sonnenanbeter begegnen. Nach einer Stunde am Strand machen wir uns wieder auf den Heimweg. Vorbei an den bekannten Pfahlbauten geht es über die Straße wieder zurück zum Reiterhof.